Der einfachste und doch beste Burger, den ich je hatte. Shake Shack für zu Hause, nur besser. Mit das Wichtigste beim Shake Shack ist seine Soße. Deswegen starten wir mit 100 Gramm Mayonnaise. Dazu kommt ein Teelöffel Ketchup, ein Esslöffel mittelscharfer Senf, ein halber Teelöffel Gurkenwasser, eine gute Prise Cayennepfeffer und für die süßliche Note noch einmal ein guter Teelöffel Paprika edelsüß. Eine gute Fingerspitze Zucker, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Dazu kommt eine gute Prise Zwiebelsalz, denn wir möchten keine Stückchen in der Soße. Ist immer super, wenn das Ganze nicht ganz trocken lagert und dann diese schönen Brocken kommen, aber naja, egal. Dazu noch eine ordentliche Prise Knoblauchpulver und dann bekommt das Ganze einen ordentlichen Schwung mit, bevor wir die Soße dann zur Seite stellen können. In der Zwischenzeit sind meine Kartoffelbuns auch fertig aus dem Ofen. Wenn ihr eure Buns auch selber machen wollt, ich habe euch mein Video mal unten in der Infobox verlinkt. Weiter mit den Burger Patties. Ich persönlich stelle mir meine Burger Patties immer selber zusammen. Ihr könnt aber auch reines Rinderhack verwenden und während meine Smash Patties jetzt in der Pfanne sein neues Zuhause finden, solltet ihr die Zeit nutzen und unter diesem Video den kleinen roten Abo-Button drücken, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Ich liebe das Geräusch von Röstaromen. Den Patty einmal ordentlich salzen und pfeffern. Bevor wir die Oberseite dann großzügig mit Senf bestreichen. Sobald die Seiten jetzt schön dunkel geworden sind und oben der Fleischsaft anfängt auszutreten, ist das für uns das Zeichen. Patty flippen und dann schaut euch mal diese geile Kruste an. American Cheese oben drauf und mit der Glocke einmal abdecken. 15 bis 20 Sekunden, dann ist unser Fleisch soweit und kann aus der Pfanne genommen werden. Jetzt geht's an den wichtigsten Teil und zwar können wir jetzt anfangen zu bauen. Unser Bun hat im Vorfeld noch einmal eine kleine Runde in etwas Butter gemacht. Wir halten uns hier an die vorgegebene Reihenfolge des Original Shake Shack, deswegen kommt unten eine ordentliche Portion unserer Soße. Jetzt unser Patty, zwei Scheiben Tomaten obendrauf. Und der ikonische Romana-Salat. Wichtig hierbei, immer so, dass der schöne Teil des Salats nach oben zeigt, denn wir wissen ja, das Auge ist bekanntlich mit. Deckel drauf und fertig ist unser eigener Shake Shack Single Burger. Jeder, der jetzt noch meint, er müsste zu Burger King oder sonst wohin zum Burger essen, ich bitte euch, macht eure Burger zu Hause. Es ist einfach so viel besser. In diesem Sinne, guten Hunger, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.